Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Velvet Assassin, wo ich es geschafft habe, den Kran hier zu betätigen. Und die Betätigung des Krans hatte zur Folge, dass wir jetzt hier rüberklettern konnten. Ich aber immer noch nicht weiß. Oh, Gasmaske. Okay. Wir haben jetzt erstmal eine Gasmaske. Verdammt, wie habe ich die denn nochmal ausgerüstet? Moment. Die habe ich ausgerüstet mit, Moment. Steuerung anpassen. Wir haben es gleich. Gasmaske. Ach ja. Hiermit. So, und diese Gasmaske, mit der können wir irgendwo runter. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee wäre. Vielleicht. Irgendwann krieg ich dich. Obwohl, hier ist es dunkel. Vielleicht ist das, naja, so ein bisschen. Ach, das ist jetzt eine gute Frage. Nee, das schaffe ich nicht. Da ich auch kein Morphium habe, sollten wir das lieber lassen. Am besten hier. In der Hoffnung, dass ich ihm nicht direkt vor die Augen klettere. Okay. Hier komme ich aber nicht durch. Ich bin hier erstmal in dieser Ecke eingekesselt. Deswegen sollte ich hier auf keinen Fall pfeifen. So, ich bin ja noch im Dunkeln. So, und jetzt müssen wir ganz schnell ihn erledigen. Gut. Und was haben wir hier? Einen glänzenden Schlüssel. Ja, das finde ich auch goldig, dass wir hier einen glänzenden Schlüssel haben. Na gut, dann haben wir hier noch einen Spind. Was haben wir hier Schönes? 7 Schüsse für Colt nehmen. Ja, eigentlich, was ich unlogisch finde, man könnte ja auch wunderbar einfach mal so alles andere noch nehmen, aber das lässt das Spiel natürlich nicht zu. Ach so, da könnte ich nicht durchgucken, weil die für den Außenbereich gedacht war. Alles klar, wo sind wir denn jetzt genau? Ah, also die Karte. Genau, wir sind jetzt hier auf dieser Seite. Und müssen jetzt da irgendwie... Ach, hier steht's ja. Kran? Hm, darüber. Ja, ist logisch, ne? Das ist doch mal sowas von logisch. Und wisst ihr, wie dankbar ich jetzt für einen Speicherpunkt wäre? Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Leute. Es gibt Speicherpunkte. Yay. Es gibt endlich mal Speicherpunkte. Oder eine Stelle zum Speichern. So, hier kann ich nicht klettern. Das heißt, ich schleiche... Naja. Ob man das ja noch schleichen nennen kann. So, bei schönem Mondlicht. Hier wird wenigstens auch mal Mond angezeigt. Ja, es passiert nichts, genau. Deswegen kannst du hier mal wegwatscheln. Was will ich jetzt eigentlich mit dieser Gasmaske? Die brauche ich doch gerade eigentlich gar nicht, aber wen interessiert's? Rein theoretisch könnte ich die auch abnehmen. So. Du drehst dich wahrscheinlich gleich wieder um. Nun gut. Deswegen werde ich mal hier schnell hingehen. Obwohl, ich setze sie mal lieber auf. Sicher ist sicher. Und hier haben wir... Leuchtmunition. Das fällt natürlich nicht auf, wenn wir diese nehmen. Ach, da ist aber noch jemand. In welche Richtung guckt der denn? Könnt ihr das sehen? Ich kann es nicht sehen. Ach so, ich habe ja... Ja, das ist jetzt die Frage natürlich, ob man auf diese Fässer schießen kann. Kann man auf diese Fässer schießen? Das wäre ja mal ein ganz witziges Unterfangen. Junge, Junge. Die Spannung ist ja kaum auszuhalten. Ja, ne? Das ist schon erstaunlich hier. Ich weiß es nicht. Ich habe ja einen Speicherpunkt, deswegen hier YOLO. Lalala. Oh, es tut mir aber leid, Leute. Ach, schön. Ich hatte eine Gasmaske. Ja, Treibstofflager. Rauchen verboten. Rauchen verboten. Rauchen verboten. Ein Medikit. Yay. Da freuen wir uns jetzt ganz alle.
Komm, 3 zu 1. Yay. Nun gut, man kann die Umgebung also doch irgendwie ganz elegant nutzen. So wie sie ihren eleganten Gang nutzen kann. So, wo sind wir denn jetzt ganz genau? Hier, und dort müssen wir hin. Ihr könnt mir vorstellen, dass es hier eine mega lustige Abkürzung gibt, wo man auch total ins Lachen verfällt. Aber das ist ja noch nicht unsere Aufgabe, hier ins Lachen zu verfallen, sondern erstmal einen Weg zu finden, wie wir hier weiterkommen. Ja, dann klettern wir hier mal ganz elegant rüber. Diese Kamera, das ist so eine Folgekamera, die ist ganz schön fixiert. Aber gut, daran können wir jetzt auch nichts ändern. Wir können auch nichts daran ändern, dass diese Tür offen ist, verschlossen ist. Und rein theoretisch, was bringt das? Da hänge ich mich daran und ziehe mich an der anderen Seite wieder hoch. Also das bricht ja einem rein theoretisch gar nichts. Jetzt ist nur die Frage. Okay, da ist jemand. Ist das nur ein jemand oder sind das zwei Jemande, die da irgendwo rumlaufen? Ach so, da ist noch jemand. Ja, ich verstehe schon. Also dieser zweite, der dort ist, den müsste ich irgendwie rausbekommen. Aber ohne den zweiten natürlich. Oder ist das nur der eine? Ja, das Licht, was hier geleuchtet hat, das war nur... Was? Ach du Hilfe. Ja komm, sei müde. Sei einfach müde. Dreh dich nicht um. Nicht umdrehen. Okay, das war Nummer 1. Wir haben ein Medikit. Ach verdammt. So, die Frage ist... Ich höre hier noch jemanden. Oh, da ist sogar jemand. Hier liegt eine Leiche. Ist einer von unseren Leuten? Ja, das ist einer von euch. Tut mir aber leid. Das tut mir aber sowas von leid. So, ich könnte ihn jetzt natürlich... Ja, das werde ich auch gleich tun. Wenn ich hier jetzt nicht mehr wegkomme. Na? Oh shit. Oh shit. Wo ist der andere? Den sehe ich gerade nicht. Das ist jetzt natürlich die perfekte Vorlage, aber... Ja, das war's. Das war's. Und tschüss. Na gut. Dann müssen wir das Ganze irgendwie nochmal machen. Ja, dann schaffen wir das mit den, ja, da habe ich die bessere Idee. Also hier können wir so erstmal lang. Die Waffe ist ja schon mal ausgerüstet. Deshalb schleichen wir hier nochmal munter umher. Aber ihr wisst gar nicht, wie sehr man diese Speicherpunkte hier zu schätzen weiß. So. Ja, ich weiß es nicht. Oh, seid ihr etwa erstickt? Es tut mir aber leid. Das ist ja jetzt wirklich eine Tragik. Okay. Ein weiteres Medikit haben wir aufgenommen, sodass wir jetzt hier wieder lang können. Dann klettern wir hier erstmal elegant rüber. Ah, ich hätte die Chance nutzen sollen. So. Ich bin besser als jede Kameraführung. Okay. Die Frage ist, der dreht hier irgendwie seine Runden mit den anderen. Was war das, verdammt? Ach ja, kommt, er stickt doch alle am Gas. Hups, das... Also eigentlich ist das ja auch ein lautloser Tod, ne? Also so in der Theorie könnte man das schon meinen, oder? Na gut, ich hätte vielleicht zur anderen Seite gehen sollen. Der kommt hier bestimmt nochmal raus. Oder?
Der steht hier erstmal rum, hat ganz dicke Eier, ja. Gib auf! Du hast kein... Meinst du, dass ich keine Chance habe? Das sehe ich irgendwie anders. Hat die jetzt eigentlich einen Schuss dafür verbraucht? Ich habe das jetzt nicht nachgezählt. Ich glaube aber nicht. Warum verbraucht die dafür keine Schuss? Das ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Also, weißt du? Ich hätte Rentier... Nee, warte mal. Ich hatte 6 Schuss, aber den einen habe ich abgefeuert dafür. Nee, ich hatte 7 Schuss. Und 2 habe ich hierfür abgefeuert. Genau. So, die Körper, die wollen wir nicht weiter aufnehmen. Okay, Medikit ist voll. Sodass ich das jetzt hier erstmal ausschalte. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber wir können ja hier auch erstmal durch. Und zwar erstmal durchs Schlüsselloch spähen. Da haben wir aber nichts. Also nichts wie durch hier. Okay. Okay. Ich habe schon verstanden. Erstmal das ganze Licht ausschalten. Das ist ja für uns sicherer. Da haben wir nur noch eigenes Licht, was wir so unter unserer Kontrolle haben. Und dann Hebel benutzen. Was bewirkt das jetzt? Ach so. Ich verstehe schon. Leuchtmunition. So. Der Hebel, der ist garantiert wieder... Ja, ausgeschaltet. Also das mit den gerüsteten Soldaten, das hatten wir schon mal. Leider habt ihr das nicht gesehen. Und da geht's nur wieder nach draußen. Weshalb ich mich hier erstmal umgucken möchte. Colt gegen Leuchtpistole 42 tauschen. Ich weiß nicht. Ach so, warte mal. Ach, da ist jemand. Wirklich? So, dann komm mal hier rein. Dann komm ruhig mal hier rein. Oder traust du dich nicht? Oder ist das die andere Tür? Ich weiß es nicht. Was blinkt da? Da blinkt irgendwas, aber... Warte mal. Ach so. Warum kann ich hier klettern? Was bringt mir das bitte? Und was ist das Geblinke da drüben? Nee, das bringt mir ja irgendwie... Ach so, warte mal, natürlich. Schieben! Yay! Ich glaube, wir haben was weiteres gefunden. Ihre lüsterne Schiebaktion. Also, nicht ihr Becken lüstern, sondern alles andere. Yay, Sammlerstück. So, können wir unseren Charakter wieder aufwerten? Ja, bestens. Okay, dann machen wir Schleichen, damit wir noch schneller schleichen können. Oder machen wir Stärke? Nee. Das ist eine erhöhte Trefferzahl, die du einstecken kannst und Morphium ist halt die Dauer. Na gut, dann machen wir das so. Das haben wir schon mal gemacht. Ja, das habe ich freigeschaltet, das weiß ich schon. Na gut, du möchtest nicht rauskommen, habe ich das reinkommen. Gut. Dann ist es hier nämlich ein nächster Abschnitt, nehme ich an. Okay. Aber es ist immer noch kein Speicherpunkt in Sicht. Warum ist hier kein Speicherpunkt in Sicht? Also den muss ich ganz klar erledigen, wenn der gerade zurückläuft. So, und zwar jetzt. Hier schleicht doch jemand rum. Was? Nein. Nee. Nee. Ach, weißt du was? Du kommst ja bestimmt nicht durch die Tür hier. Nee, kommst du echt nicht? Das ist... Naja, schon ein bisschen komisch, sagen wir mal. Also ich sag mal... Leute. Ich gehe durch die Tür. Dann ist sie bestimmt weg. So, wo ist der? Und wie kriegt man den am besten down? Wartest du hier zufällig noch? Nein. Okay. Dann müssen wir andere Maßnahmen ergreifen.
Okay. Verdammt, du. Sie ist weg. Ja, bin ich halt mal weg. Ist ja nur auch kein Weltuntergang. Okay, das geht schon mal. Wunderbar. Ja, ich weiß nicht, mein Redefluss ist hier gerade nicht so gut. Das ist mir bewusst, aber das ist halt, wenn man sich hier wirklich sehr stark konzentrieren muss, weil du in jedem Moment irgendetwas falsch machen könntest und nicht weißt, was gerade besser ist. Also deswegen... Ach so, warte mal, hier war doch was. Klettern. Das ist einfach nur Klettern. Okay, dann ist hier wohl nichts weiter. Nee. Das können wir annehmen, dass hier nichts weiter ist. Deswegen... Ja, muss ich jetzt zu dieser einen Stelle am besten schnell hin. Also, kriechen wir hier mal hindurch. So, und verlassen das gute Kriechgebiet wieder? Nein, ich will nicht nochmal kriechen. Danke. Oh, Spielchen wird gespeichert. Ich werd verrückt. Wir haben ja echt... Dann stelle ich mich jetzt hier hin. So, schade, dass man hier keine Emotes eingeben kann. Aber der Blick verrät schon alles. Ich werde diesen Part an dieser Stelle beenden und hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Fürs Zusehen danke ich euch allen. Deswegen sage ich, im nächsten Part von The Velvet Assassin sieht man sich.